Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Lysander Gaming. Ja, in der heutigen Episode Minecraft wieder mal ein Showcase, nämlich ein kleines Moddenhaus. Das ist die Nummer 5. Ja, sehr simpel wieder mal. Achtung, mein Lieblingsspruch, sehr simpel und sehr einfach. Ja, nein, aber wirklich sehr simpel, sehr einfach zu bauen. Ich wollte es dir mal zeigen. Ich fand die Inneneinrichtung eigentlich ziemlich nice. Und ja. Wenn man zum Haus geht, kommt man von der Straße hier auf den Gehweg, hat man hier gleich so einen geraden Weg Richtung Eingang. Auf der rechten Seite hat man einen kleinen Pool mit zwei wunderbaren Liegen, einfach um seinen Luxus einfach Ausdruck zu geben, Ausdruck zu verleihen. Kommt man hier hin zum Eingang. Man geht hier einfach hinein und schon ist man im Haus. Wer hätte das gedacht? Ein Flur. Ja, hier habe ich einfach ein paar Regale mit ein paar Schildern, damit es nicht langweilig aussieht. Hier eine Garderobe mit Metal Trapdoors, fand ich ganz cool. Fand ich eigentlich ganz cool. Ein kleiner Teppich, damit es nicht ganz so leer aussieht. Und natürlich ein legendäres Bücherregal, das einfach nur unfassbar episch ist. Wenn wir hier gleich in den ersten Reihenraum gehen, haben wir hier einmal das Waschbecken. Eine schöne Topfpflanze. Eine. Ja, Glaswand, eine Glasabtrennung mit dem WC und natürlich die unfassbare Hightech-Dusche hier, wo es extra noch runter geht mit Abfluss nach unten und einfach hier so, ja wirklich, ich sag mal, richtig krass duschen kann und ja, das ist schon extrem heftig. Ja, aber ich fand das Design eigentlich ganz nett, vor allem, weil du halt wenig Platz hast, vor allem diesen Wandtrenner finde ich eigentlich ganz cool. So. Wenn man zum Bedroom reinkommt, es gibt nämlich nur einen, weil das Haus nicht groß ist, hat man hier gleich voll die Lichtshow, sag ich mal. Die Farben knallen einem förmlich ins Gesicht. Ja, fand ich eigentlich sehr cool, das Schwarz, finde ich. Dann hast du halt hier diese, in dem Shader-Paket halt, einfach, ja, Shader-Paket, genau. Hast du einfach diesen, ja, du kannst nicht wirklich durchgucken, aber du siehst halt die Umrisse und das finde ich eigentlich ganz cool. Bücherregal, diesmal einfach die Holzblöcke so gemacht, dass man sieht, dass es Holzblöcke sind. Ja, Quarzstufen. Finde ich, sieht ganz nett aus. Dann haben wir hier einmal, das ist ja hier der, in Anführungszeichen, Spiegel vom Bad. Fand ich irgendwie ganz cool, dann hier das Lapis Lazuli einfach hier reinzuhauen. Kleiner Chair. Hier so beim Bett quasi. Auch helle Farben. Beziehungsweise das ist helle Farben, strahlende Farben, starke Farben, lila, orange mit dem coolen Bett, was ich wirklich echt cool finde. Und ein Armor-Stand, also wir sagen natürlich ein Gemäldehalter. Ne? Ja, finde ich eigentlich ganz cool, also gefällt mir auch sehr gut. Und hier oben kriegt man dann auch Licht. Ja, finde ich echt gelungen, sag ich mal. Gelungen. So, gehen wir hier weiter, kommen wir zur Küche. Nicht ganz so extrem spektakulär. Haben wir natürlich, also Legendary geht's nicht mehr. Die Topfpflanze mit dem coolen Regal. Ja, Küche ist da. Fand ich ganz nett. Hier habe ich Quarzsäulen genommen. Fand ich, sah ganz gut aus, beziehungsweise anders aus. Ja, alles da, was man braucht. Hier wieder Licht, damit man auch hier diesen vom Shader hier schön diese Licht, ja, diese Lichtstreifen hier kriegt. Schon schön, ne? So, dann haben wir hier natürlich die Banner, weil weiß ist einfach, hier ist sonst zu viel weiß, ja? Ganz klar. Viel Glas. Und das, ja, fand ich irgendwie ganz cool. Einfach hier ganz simpel, wie immer, der Tisch. Kennt man ja mit Trapdoors in diesem Fall. Alter Shader. Mit Trapdoors hier innen drin habe ich hier quasi noch, Verzeihung, habe ich hier Glowstone, damit das so ein bisschen durchscheint. Und hier einfach, jetzt ist mir gerade das Wort entfallen. Wie heißt das nochmal? Ach ja, natürlich. Blätter, ne? Habe ich hingesetzt. Fand ich irgendwie ganz cool. Ja, ich finde, das sieht irgendwie. Keine Ahnung, ich fand das einfach ganz cool. Und hinten ist ein schwarzes Gemälde, aber das ist ja irgendwie Schrott und. Ja, aber trotzdem, ich finde es ganz cool aus. So, wenn man hier reinkommt, lila, wieder, schwarz. Ganz simples Sofa. Nicht viel. Hier natürlich Bücherregal. Wieder schwarze Gemälde, die nicht angezeigt werden. Was ich eigentlich gar nicht in diesem Fall so schlimm finde, weil ich finde, das sieht eigentlich ziemlich cool aus mit dem Schwarz hier. Ja, natürlich Lichteffekte. Es ist Lichteffekte einfach. Oben ein bisschen Glas, damit auch Licht reinkommt. Und ja, im Endeffekt kommt man dann hier wieder raus. Beim schönen Pool. Farm.
Ja, sehr cool. Und natürlich hier der legendäre Baum. Und legendär sage ich auch verdammt oft. Ja, das war's. Ach ja, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Obendrauf hier, schaut euch das Detail an. Hier, ne? Die ganzen Lüftungen, Kabel, alles da, weil Realismus muss ja auch sein. Ne? Ja, das war einfach ein ganz simples Haus. Wenn es euch gefallen hat, positiv werden, würde mich freuen. Ansonsten, wie immer, ciao, ciao.